Das ist so wie ich rein auch. Du kratzt dich, du bist voll so stone. Ne? Wir haben 10 Stück gegessen, so einer nach dem anderen. Aber dann juckt das alles. Das Herz hat so geschlagen. Ich habe Nerven schon. Nervenbruch. Mir geht's viel zu langsam alles. Michael, das Thema Teledin. Ja. Hast du viel davon konsumiert? Ja, eine Zeit, ja. Und wie wirkt das auf dich? Das wirkt so wie Israel, aber halt Medikament. Und etwas schwerer, weißt du? Macht das stark süchtig? Ja, das macht süchtig. Die Jugendlichen werden sehr schnell abhängig davon. Ja? Sehr schnell abhängig. Weil es wurde teilweise auch viel in Musikvideos darüber ja, gerappt, ne? Ja, meine ich auch. Diese viele Rapper und sowas, die machen auch das etwas für die jugendlichen Köpfer, weißt du? Dass die Jugendlichen gucken, wenn ich hier auf die Straße kennst du jeden zweiten fragen, der hat schon probiert, das Teledin, oder weißt du, wie das ist. Ne? Und das macht schnell abhängig, ja, sagst du? Ja, das ist so wie Heroin auch. Du kratzt dich, du bist voll so stone, ne? Aber du kannst davon voll viel essen, ne? Zum Beispiel, wir haben 10 Stück gegessen, so einer nach dem anderen. Aber dann juckt das alles, du findest das irgendwie geil, das willst du noch mehr. Und irgendwann kannst du nicht mehr aufhören. Es wird du schwitzt, dir wird kalt, warm, dir geht schlecht, du kotzt, die Nase läuft die ganze Zeit, ob das warm draußen nicht, Nase läuft einfach, tropft und tropft. Und das brauchst du, dann einfach brauchst du das, dass es dir gesünder wird, weißt du? Nicht schon zum Spaß haben, schon dass du einfach gesünder wirst. Und das Schwere war aufzuhören mit diesen Tabletten. Echt, ich finde, von dem Medikament abhängig zu sein, ist schwieriger als von Drogen. Weil das ist eine schlimmste Droge. Ist zum Beispiel Benzos, noch schlimmer. Das Entzug von Benzos, das ist tödlich. Das ist tödlich, das Kind wird sterben einfach. Weil ich war Rivotril abhängig. Und ich sagte, das Entzug, das hat mich so kaputt gemacht. Ich habe gedacht, ich sterbe. Mein Herz. Boah, Michael, heftig, du hast schon so viel erlebt. Ey. Ja, und das Herz hat so geschlagen. Ich könnte nicht mal atmen vernünftig. Ich könnte nicht mal essen. Ich könnte nicht mal schlafen. Ich könnte gar nichts machen. Gar nichts einfach. Ich war wie Zombie echt. Ich habe mich gefühlt. Ich könnte nichts mehr Vernünftiges machen. Ich könnte in den Laden normal nicht gehen. Ich stehe da 2 Minuten. Ich habe Nerven schon. Nervenbruch. Mir geht's viel zu langsam alles. Ich brauche schneller, ich muss reinkommen, viel gekauft und weggegangen. Weißt du? Wie kommt das, dass ich dich heute in so einen Zustand erwische, wo wir vernünftig reden können? Ja, ich mittlerweile bin ich ein bisschen älter geworden und so erwachsener. Jetzt besorge ich schon mir ein bisschen Drogen für morgen, weißt du? Dass ich lasse was da, als ich morgen aufstehe, mache mir einen Druck, bin gesunder und dann gehe ich losgehen. Früher habe ich das nicht gemacht, früher habe ich immer aufgestanden morgens. Geht schlecht und dann musst du los, dieses Geld besorgen, wenigstens diese 5 Euro sammeln, dass du auf deinen scheiß verfickten Alter einen Druck kommst oder einen Zug, da wer was machen, ne? Und jetzt mittlerweile bin ich schon, ich lasse was zurück für mich, für morgens, dass ich morgen aufstehe, mach mich gesund und gehe arbeiten, weil das ist auch eine Arbeit, immer Geld zu besorgen, ist nicht so einfach. Und mittlerweile habe ich Schnauze voll, sage ich dir so, ich überlege jetzt schon, mache eine Entgiftung, weil das ist echt viel zu weit gekommen bei mir. Ich habe nie Spritzen in meinen Hand gehabt. Ich habe das echt. Ich möchte das auch nicht machen. Ich weiß nicht, warum habe ich das sofort ausprobiert überhaupt. Aber als ich habe das ausprobiert, hat mir irgendwie das gefallen, weißt du? Und dann durch diese Zorn, Alter, dieser erste Zorn, hat mich fertig gemacht. Da wollte ich nicht mehr aufhören. Von welcher Substanz meinst du das jetzt? Von Heroin. Von Heroin? Heroin spritzen. Mhm. Das ist das Geilste, was ich am letzten habe überhaupt ausprobiert. Ich habe probiert sehr viele Drogen, aber Spritzen Heroin, das ist das Geilste. Heroin kann man nicht konsumieren anders, sehe ich nicht anders. Ziehen Nase, ja, ist cool, aber nicht der Wirkung. Rauchen ist auch nicht das, was aber das hat dich, das zerstört dich ja letztendlich. Ja, das Droge, macht mich, ne? Kaputt, das macht mich wahnsinnig kaputt, weil du kennst nicht anders. Du bist, das heißt bei uns hier auf der Straße Nadelgeil. Du bist Nadelgeil. Du brauchst diese Nadel in deinen Venen einfach. Du willst das nicht haben, aber du brauchst das. Dein Körper so irgendwie sagt dir, ja, komm, jetzt noch ein Druck. Ob du bist jetzt schon drauf, weißt du, du hast schon gerade eben konsumiert. Du brauchst so oft nicht, weil das hier rein, der wirkt so 8 Stunden oder sowas, ne? Du brauchst nicht jede 2 Stunden einen Druck haben. Aber dein Kopf sagt dir, komm, wir müssen nochmal, ich will den Zustand. Und dann machst du noch einen Druck. Und jetzt verstehe ich, warum so viele Menschen, Jugendliche sind, Überdosis kriegen. Weil die spritzen bis zum Ende. Bis zum geht's nicht mehr. Oder Kokain zum Beispiel spritzen sie. Und dann
Irgendwann wirkt das nicht mehr. Und der will das, dass das wirkt genauso wie früher. Genauso wie heute Morgen erster Druck war und der will genauso, dass das druckt. So. Aber das passiert nichts. Das passiert nicht, das bekommst du nicht. Nur wenn du hörst die Dosis. Und wenn du hörst die Dosis, dann hast du Überdosis. Fertig, das ist der Teufelskreis. Was hast du für eine Narbe an deiner Hand? Hier? Ja. Das ist, war Verbrennung von heißem Wasser. Also. Ich war 2 Jahre alt und wir haben gebustigt zu Hause. Ich habe Skatert auf Deutsch? Tischdecke? Tischdecke, genau, Tischdecke. Die Tischdecke gezogen. Aha. Und da stand kochendes Wasser, weißt du, und alles auf mich aufgekippt. Oh. Und dadurch diese Narbe. Aber siehst du, die Narbe ist, so sieht aus wie ein Fisch. Und ich bin ein Fisch ins Sternzeichen, weißt du? Das ist echt cool, Alter. Das hat mich echt immer gewundert, dass das sieht so wie ein Fisch. Und ich bin ein Fisch ins Sternzeichen, weißt Aha. du? Also so wie ein Schicksal. Also ein Schicksal für mich. Michael, die Droge Tilidin, wie schnell hat die das abhängig gemacht? Nach ersten Konsum bereits? Nein, überhaupt nicht. Sondern? Überhaupt nicht nach ersten, ja so eine Woche habe ich konsumiert, vielleicht zwei. Und dann bin ich süchtig geworden. Erste nicht. Und? Nach erste wollte ich nur ein bisschen mehr, weißt du, wollte ein bisschen größere Menge. So eine größere Menge, ja, zum Beispiel. Früher haben wir gefischt zum Beispiel 50er Tilidin. Da gibt es 50er Tilidin, 100er und 200er. 50er haben wir jetzt gefressen, dann später haben wir schon 200er reingeschmissen. Weil das 50er hat nicht gewirkt. Einfach. Das war viel zu wenig. Wir wollen so sein, sagen wir. Aber das macht keinen Spaß, echt. Überhaupt Drogen macht keinen Spaß. Ich würde sagen, nein, die Leute, die konsumieren nicht Drogen, sollen das nicht probieren. Das hört sich nur so geil an, wenn jemand konsumiert. Aber wenn du selber das konsumierst, das ist nicht so geil schon. Aber ich finde auch nicht, dass das sich geil anhört. Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht so geil, weißt du, Drogen. Drogenleben ist nicht so geil. Man sieht ja die Menschen, wie die leiden. Ja, ne? Ja genau. Die kommen nüchtern nicht mehr klar. Ja, genau. Nüchtern kommst du nicht mehr klar. Du kannst nüchtern nicht mehr leben. Das ist für die dann eine Stresssituation, nüchtern zu sein. Ja, ne? Genau. Weil die, genau. Kennen, die verstehen das alles nur unter Stress dann. Ja. Das kannst du nicht mehr nüchtern halt ertragen, diesen Alltag. Du kannst nüchtern dann nicht ertragen mehr. Weil alles wird schwieriger für dich. Du hast Nervenbruch und dies, das. Für dich sogar schwer zum Einkaufen gehen. Manche Menschen schaffen nicht mal einkaufen, schaffen nicht mal duschen gehen. Aber guck mal, wie viele da laufen bei Bahnhof. Die sind ungewaschen, dreckig. Die putzen seine Zähne nicht, die putzen seine Hände nicht monatelang. Weil die schaffen einfach das nicht. Die sind immer drauf. Und wenn die drauf sind, die interessiert das nicht, ob er dreckig ist oder ist sauber. Das verstehe ich überhaupt nicht. Die kommen nicht mal in den Alltag einfach vernünftig. Die schaffen nicht mal einkaufen gehen. Da gibt es eine Liste, der schafft das nicht mal kaufen. Der schafft das einfach das nicht. Das ist viel zu lange für ihn. Der braucht sofort schnell alles. Vielleicht, wenn er voll drauf ist, dann oh, ja, hat ihm Spaß, weißt du, in den Laden zu gehen und sowas. Aber am meisten, Alter, guck mal die Leute an. Die schaffen nicht mal duschen. 2 Monate, ich kenne einen. Der 2 Monate hat schon sich nicht geduscht. Ob er hat Unterkunft. Der hat Platz, wo kann er schlafen, duschen, essen. Aber der geht einfach dahin nicht. Der bleibt hier lieber auf der Straße schlafen. Und ich jeden Tag im See da wieder, schläft da so ohne Decke, einfach so auf Bank. Ob er hat eine Unterkunft. Ich nicht zum Beispiel. Ich schlafe da in meinem Schlafsack. Er hat eine Unterkunft, kann sich schlafen gehen, duschen gehen, essen gehen da zu Hause, weißt du? Mhm. Ich verstehe nicht die Menschen, warum die das nicht machen. Vielleicht ist das geiler für die, weißt du, dreckig, da liegen, Alter, hier bei Bahnhof mit diesen alten Junkies, Alter. Ich finde das nicht geil mehr. Früher hat mir das Spaß ein bisschen gemacht, weil das war neue Erfahrung. Irgendwas. Ich habe noch nie so eine Szene gesehen. Bei uns in Lettland gibt es sowas nicht. So eine Szene bei uns in Lettland gibt es nicht. Ja, alle verstecken sich, wenn sie konsumieren, weil das ist peinlich. Mhm. Und hier Leute vor Ort kaufen und konsumieren das Drogen, ne? Echt vor Ort, von Bahnhof. Das ist krank. Das ist krank, finde ich. Das ist schon Krankheit. Deswegen sagen sie hier in Deutschland, dass das Heroinabhängige sind keine Drogensüchtige, das sind kranke Leute. Das sind echt eine kranke Leute einfach. Die brauchen Hilfe. Aber die bekommen die Hilfe, aber nehmen das nicht. Die nehmen die Hilfe nicht an. Leute helfen sie, geben die Wohnung. Geben dir Schlafplatz, geben dir Essen, geben das. Sie brauchen das nicht? Nein, brauchen nicht. Ich gehe lieber hier bei Bahnhof, leg mich hin, Alter, auf den scheiß Boden, Alter, schnorr mein Geld, geh, mach neuen Druck, wieder schnorre. Duschen, was denn duschen? Will ich nicht duschen, Alter? Ich gehe lieber hier rein, sagen. So sehe ich das hier.
Und das ist echt mittlerweile, Alter, irgendwie viel zu schwierig für meine Psychik auch. Das alle Leute anzusehen, mir echt leid tut, Alter, dass ich kann nicht helfen den jedem, weißt du hier. Ich versuche halt manchen zu helfen, so ein bisschen unterstützen die, mit was ich kann selber, ob ich selber ein Süchtiger bin. Aber du musst dir auch selber helfen, ne? Ja, aber das ist das Problem, dass ich versuche jemand zu helfen, ob ich selber brauche nicht Hilfe, verstehst du? Ich kann auf mein Leben nicht klarkommen, aber ich versuche jemand zu helfen. Das ist der Behinderte. Ich verstehe nicht, warum mache ich das überhaupt? Warum mache ich das? Wofür ich kümmere mich drum um die Leute, die alles egal sind, ob ich muss kümmern für mein Leben eigentlich, für mich kämpfen auch. Ich muss für mich kämpfen, für Essen, für Trinken, nicht nur für Drogen. Ich bin auch ein Mensch, ich brauche auch Essen, ich brauche auch Trinken, ich will auch Cola trinken und nicht Leitungswasser, weißt du, was ich meine? Aber mittlerweile kann ich mir nicht leisten, immer Cola trinken. Kann ich mir nicht leisten, McDonald's gehen immer. Wir gehen gleich was Schönes essen mit dir. Ja, alles gut.